Willkommen zurück, liebe Star Trek-Freunde. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge Star Trek Birth of the Federation. Ich bereite mich auf den Krieg vor. Ich mache gerade noch Truppenverlegung. Ich ziehe hier meine Truppentransporter nach unten und sehe gerade, dass ich hier Besuch von der Föderation habe. Übrigens haben die Romulaner ungefähr genauso wie Kriegsschiffe. Die haben jetzt auch versucht, Ferengina einzunehmen, haben es aber nicht geschafft. Die Klingonen sind da ziemlich standhaft, muss man sagen. Also ich habe beschlossen, ich ziehe in den Krieg gegen die Föderation. Ich nehme gleich den stärksten Gegner vor, dann ist der weg. Hat auch einen anderen Grund. Wenn ich meine Schiffe nach oben verlegen muss, das dauert ewig. Was währenddessen, ich habe hier ein paar Runden weitergespielt, 5 Runden, 6 Runden, bin mir nicht ganz sicher. Was passiert ist, das Kristallwesen hat den Drill vorbeigeschaut und dadurch, dass ich da eine Sternenbasis stehen hatte, hat das Kristallwesen einfach gar nichts gemacht und ich konnte es abschießen. Das war eigentlich ganz geschickt. Ich habe auch ein paar Schiffe nach oben beordert. Hier in Angosia, genau. Ich habe in Tavela Minor eine Werft gebaut, genau, damit ich hier auch entsprechend weit fliegen kann. Wobei, so weit ist es gar nicht. Also mit den im ersten Kreis komme ich nicht mal nach Ico hoch, weil ich auch überlegt hatte, gegen die Romulaner in Krieg zu ziehen. Ich habe übrigens alles aufgedeckt. Also hier oben sind keine besonderen Systeme. Nichts Gutes. Alles eigentlich Potenzial zum Wegbomben, außer vielleicht Yaros. Ansonsten sind jetzt nur noch ein paar Föderationsgebiete ein Geheimnis. Und oben links, oben rechts, wie ihr seht, da ist noch nicht aufgedeckt. Da könnte ich mit meinen Scouts jetzt eigentlich auch reinfliegen. Können wir eigentlich machen. Da wird allerdings nichts mehr sein. Wir fliegen trotzdem mal dran. Mal rein. Ja genau, sobald meine Truppentransporter unten sind, hier habe ich eine einigermaßen gute Verteidigung. Angriffskreuzer, 3 Kreuzer, falls da was kommen sollte. Hier sowieso zusammen mit der Sternbasis, da dürfte ich eine große Flotte abwehren können. So eine riesige Flotte werde ich natürlich niemals abwehren können. Da, also hier könnte ich sie abwehren, denke ich. Da würden sie dran zerschellen, selbst die Romulaner, wenn die sich enttarnen. Dann hätte ich 2, vielleicht eine Runde, um ein paar Schiffe abzuschießen, weil die alle, das ist ja das KI-Verhalten, die gehen ja alle direkt auf die Sternbasis. Ja, ich will Iridia holen, das dauert natürlich entsprechend. Und hier ist immer noch ein Planet nicht geterraformt. Deltarana fliegt raus, Qualor. Ja, also von der Größe her absoluter Bullshit, aber gut, das Silizium. Ich meine, ich brauche es nicht zwingend, aber Tyrellia ist natürlich der nächste, den wir dann einnehmen kann, der auch von der Föderation bis auf diesen Planeten hier geterraformt wurde. Warum sie den weggelassen haben. Weiß ich nicht, sind sie. Ach, sie sind noch nicht ganz fertig hier vorne, da haben sie noch 77%. Den haben sie auch nicht ganz fertig gemacht. Ansonsten, ja, so ist der Plan. Gegen die Stärksten zuerst, gegen die Schwächsten zuletzt. Sonst geht mir auch irgendwann mal das Geld aus. In den Systemen baue ich mittlerweile fast überall die Bauhöfe aus auf Stufe 9. Und wir forschen hier, da haben wir einen schweren Kreuzer 2. Den dürften wir jetzt demnächst haben. Dauert, glaube ich, noch 5 Runden. Ich wollte euch nur zurückholen, um euch zu zeigen, dass auch die Romulaner eine riesen Flotte hier haben, die sie jetzt wieder abziehen, weil hier ist es immer so schwer zu sehen, wie viel das sind. Aber man hat gerade gesehen, das waren weit über 30 Schiffe. So, hier haben wir noch 4 Runden, bis die hier unten ankommen. Und sobald sie hier sind, dann werden wir der Föderation den Krieg erklären. So, Datenbank, sonst ist gar nichts passiert in der Runde. Hier haben wir den Gomtu, der zieht langsam weiter. Nächste Runde. So, Andor wurde in öder Planet verwandelt und der schwere Kreuzer. Andor haben wir hier. Hä, achso, der letzte hier. Und ich weiß nicht, was er war. Ich glaube, wir haben 2 verloren. Ja, langsam auch nicht mehr so attraktiv, der. Aber wir bauen hier weiter. So, 3 Runden noch. Bis zur Kriegserklärung. Bio ist derweil leer. Bio, ja gut, hier wäre natürlich, aber ein verstecktes Sensorenfeld wäre hier schon ganz gut, weil das ja mitten
Moment, sind die Bajoraner die hier oben? Ne, das sind die Betasuiden, genau, die Bajoraner sitzen hier, gell? Ja, hier ist ein verstecktes Sensorenfeld, eigentlich Gold wert. Dann kann ich nämlich die ganzen Truppenbewegungen hier sehen. So, wir haben nur 3 Truppentransporter mittlerweile. Ja, vielleicht, wobei, ne, da warte ich, bis er fertig ist, damit ich dann umstelle. Jetzt bauen wir uns hier leider auch den Bauhof aus, okay. Ja, dann warten wir jetzt noch, bis unsere Schiffe unten angekommen sind. Karma ist halt ungeschützt. Nachrichten vom Geheimdienst. Ich hoffe, es ist schon wieder schwere Niederlage. Also der berühmt-berüchtigte Geheimdienst der Cardassianer ist eigentlich auch nur mehr schlecht als recht. Außer ich könnte natürlich den Obsidianischen Orden erst noch bauen. Energie haben wir momentan keine, aber die kriegen wir ja noch. Hier kann man nämlich einen weg, hier kann man einen dazu. Das wird man hinkriegen, ja. So, 2 Runden noch. Hier ist ein weiteres Schlachtschiff zugestoßen. Das Geld geht uns langsam trotzdem aus. Ich habe nämlich die Crew-Trainings hier abgebrochen, außer den Packlet-Transporter, den lasse ich noch fleißig trainieren. Mit über 700 machen wir pro Runde Verlust. Dann mal Vertis ist leer. Die haben 1, 2, 3, 4 Stück offen. Brauchen noch 30, haben aber nur 25. Das ist eigentlich, müsste ich die Farm ausbauen. Auch noch 1, 2, 3 Schattenteams. Was war noch leer? Bayer war leer, genau, Bayer. Da haben wir jetzt das versteckte Sensorenfeld, das wir nicht aktivieren können, aber zwei fehlen, schade. Möglich 2 brauchen, ja. Jetzt aktivieren wir das. Und jetzt bauen wir hier noch ein bisschen Schiffe. Da bauen wir noch ein paar Kreuzer. Und zwar nicht so gut. Ah, Forschung habe ich wieder vergessen rauszunehmen. Gut, wir brauchen, glaube ich, Waffen 10 für den Schlachtschiff 2. Ja, dann ist es egal. Wir sind da überall auf 8. In der wichtigen Bautechnik sind wir schon auf 9, das passt. So, letzte Runde vor der Kriegserklärung. Beta Z ist leer. Betasuiden, ja, bauen wir die Schattenteams aus, damit ich dann hier auch in die Schattenteams gehen kann. So, jetzt habe ich meine Truppentransporter hier. Jetzt beginnt abermals große Krieg. Ich weiß nicht, wo die Föderation aktuell ihre Schiffe hat. So, hier den Scout noch hier rüber schicken, auch wenn wir hier nichts mehr finden werden. Ich hatte auch überlegt, die Romulaner anzugreifen, weil die ja ihre Truppen komplett unten haben. Die haben sie jetzt erst wieder auf dem Weg nach oben begeben. Da wären die hier quasi schutzlos gewesen. Das Problem ist, ich habe selber kaum Schiffe hier oben. Jetzt mittlerweile habe ich die Zerstörer nach oben gezogen und ein paar Kreuzer. Und hier ist noch ein Angriffskreuzer, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts hier oben stehen. Weshalb das ein bisschen blöd gewesen wäre. Gut, dann tun wir es. Schauen wir mal auf die Schnauze fallen. Erste Mal, dass ich den Krieg erkläre. In, glaube ich, allen 5 Runden. Sonst hat das immer die KI für mich übernommen. Ja, die Galaxis ist nicht groß genug. So, nächste Runde. Kann ich das schon? Ne, ich kann nur nicht reinfliegen. Erst nächste Runde. Wir haben diplomatische Mitteilungen erhalten. Ah, das Janus sind bestürzt. Ah ja. So, Angosia ist leer. Beta Z ist leer. Soll ich weiter? Ne, wir bleiben in der Forschung, bis wir das Wichtigste erforscht haben.
Dauert nur 97 Runden, aber ist okay. Muss ich halt dran denken. Gitterzett, genau. Schattenteams ausbauen. So. Dann lasst mal reinfliegen. Nach Iridia. Fast allem die drei Zerstörer lasse ich zurück, falls jemand nach Andor kommen möchte. Wobei eigentlich kann ich die Drillkampfschiffe nach vorn ziehen, die würden auch schon helfen. Alle, Moment, die Truppen. Ne, wobei die Truppentransporter kann man noch warten, weil wir müssen mindestens eine Runde bombardieren, weil hier sind bestimmt planetare Schilde, genau. In Andor auch planetare Schilde? Nee. So, ansonsten. Das können wir hier oben treiben. Hier haben wir das versteckte Sensorenfeld. Das heißt, hier oben ist absolut nichts. Moment, ich schicke aber jetzt mal hier runter. Weil entweder das oder das. Also normalerweise müsste das... Ah, das ist Sol. Okay. Hier das versteckte Sensorenfeld verrät es mir. Hier ist Sol. Okay, die haben Antede nie geholt, obwohl das direkt vor der Haustür war. Aber hier stimmt doch auch was mit der... Okay, das sind so Mini... Okay, das sind 80. Gut, das wird schon stimmen. Das sieht so viel, sind so viele Planeten und sind so wenig Einwohner, aber das wird schon stimmen. Ich warte, das Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, wo die ihre große Flotte haben. Hier haben sie nicht. Ich sehe sie halt auch nicht, obwohl ich das versteckte Sensorenfeld aktiviert habe. Hier auf Bajor. Und wenn ich jetzt meine Flotte komplett von den Sternbasen abziehe und die mir dann da reinfliegen, dann kann ich vielleicht ein oder zwei Schiffe zerstören und nicht eben 10 oder zumindest 5 oder 6, vielleicht auch 10. Aber auf der anderen Seite würde ich gerne sowas wie Mintaka erobern. Truppentransporter wären da. Und wir fliegen mit den Angriffskreuzern runter und lassen die schweren Kreuzer stehen. Nächste Runde. Schauen, was passiert. Wir haben diplomatische Mitteilungen erhalten. So. Nachrichten vom Geheimdienst stehen bereit. Tede ist so. Also, wir gucken uns mal die Erklärungen an. Nausikaaner finden es toll. Und Tedianer auch. Brille auch. Ah, das kommt zu spät. Nee. Abkommen wird abgelehnt. Ja, die haben mir das zweimal angeboten, oder wie? Ja, dass die Ferengi das natürlich toll finden, das ist mir klar. Noch leben sie ja mit ihrem einzelnen Planeten hier. So, Befehl, System. Planetarer Angriff bestätigt. 7 Orbitalgeschütze. Planetarer Angriff bestätigt. Ich vermute mal, ich werde 1, 2, 3 Schiffe verlieren. Ich habe jetzt auch nicht die mega geilen Schiffe hier bei dem Angriff mit dabei, muss man sagen. So, hier auch. Planetarer Angriff bestätigt. 6 Geschütze. Ich bin mal gespannt. Die Angriffskreuze der Romulaner waren jetzt nicht unbedingt so die geilen. Mich würde trotzdem interessieren, wo hat die Föderation ihre Schiffe? Hier definitiv nicht. Ihre Riesenflotte, die haben ja auch eine Flotte von über 30 Schiffen. Wir sind nur ein paar Truppentransporter, die sie abgezogen haben von... Aber sonst sehe ich hier nichts. Bin gespannt. In der Forschung aus, 20%. Wieder steigt auch, wunderbar. Okay. Dann lass uns mal überraschen, wie viele Schiffe wir verlieren beim Bombardieren. Die feindlichen Schiffe haben sich zurückgezogen. 6 Stück habe ich in Mintaka verloren. 6 Stück. 2 von 6 Orbitalgeschützen wurden zerstört. Ich habe mit Angriffskreuzern 2. Hier haben wir 7 Schiffe verloren. Oh Mann, Sotama ist leer. Er baut den Bauhof aus. Das bedeutet eigentlich, ich kann den Angriff hier direkt wieder abblasen, weil ich nur noch 3 Angriffskreuze habe.
wie bitter ist oder wie schlecht sind denn die Schiffe, sagen wir es mal so. Nicht wie bitter ist das, sondern wie schlecht sind die Schiffe. So, dann ziehe ich den Angriffskreuzer da runter. Ja, da ist die Ahnung, hey. Pfeifen. So weitergeht, dann wird es ein langes Spiel, weil dann muss ich sehr viele Schiffe nachproduzieren. So, was haben wir hier verloren? Na gut, hier habe ich ausschließlich die Zerstörer verloren. Vielleicht sollte ich einmal nur immer Zerstörer mitschicken, dann verliere ich die. Das ist nicht ganz so bitter. So, hier fliegen wir runter. Planetaren Schilde sind immer noch da. Wir sind komischerweise jetzt im Plus. Achso, ja klar, ich habe natürlich ein paar Schiffe verloren. Oh Mann. So, guckt der Cardassianer, der Romulaner will immer vorbei bei den Cardassianern. So. Die feindlichen Schiffe haben sich zurückgezogen. So, 37 Millionen sind weg. Immer noch planetare Schilde da. Ja, müssen wir noch eine Runde bombardieren. Die haben immer noch ein Schiff, einen Iridian Scout haben sie noch. Wir haben immer noch keine Flotte geschickt. Und Kreuzer, was baut Sela? Die bauen beide Forskill, ja. Gespannt, wo die mich überraschen werden. Wahrscheinlich hier oben. Ich krieg's nicht mit, weil ich in Beta-Z nichts stehen hab. Nee. Noch nicht. Aber Beta-Z ist leer. Nicht drauf geachtet. So, jetzt sehen wir mal, was hier oben ist. Hier ist Sirius. Er hat 260. Ja, gut. Haben wir auch schon besser gesehen. Hey, wo haben die ihre Schiffe versteckt? Planetenverteidigung zerstörte ein Schiff. Jetzt haben sie ein Ding gebaut und direkt kaputt gemacht. So, Beta Z ist leer. Dann bauen wir aber weiter die Schattenteams aus. Dann Antede ist leer. Wird man eigentlich auch noch ein paar Schiffe bauen. Und hinten durch die Brust ins Auge von Antede direkt nach Sol, das wäre doch was. Wird es auch leer. Die haben so viel Wissenschaftszentren, brauchen die gar nicht. Eigentlich brauche sie gar nicht mehr, aber ich. Abriss bestätigt. So, die Informationen gehen. Das war ernsthaft, wo sind deren Schiffe? Truppentransporter. Orbitalgeschütze haben sie wieder gebaut. Bodenkampf 445. Kampf 334, also mich würde es nicht wundern. Nein. Planetarer Angriff bestätigt. Mich würde es nicht wundern, wenn ich diese Invasion verlieren werde, aber eigentlich darf ich sie nicht verlieren, weil 334 Bodenkampf und 445 Bodenkampf, klar, ein Orbitalgeschütz werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal einen Zerstörer verlieren, aber keine planetaren Schilde mehr, sollte sich eigentlich ausgehen. Ja, okay, ich habe es doch geschafft. Ja, wusste ich doch. Eins habe ich verloren. Ja, mein Zerstörer. So. In Zagdorn wurden vier Typ 7 Zentren für Wissenschaft zerstört. Wir haben diplomatische Mitteilungen erhalten. Nachrichten vom Geheimdienst stehen bereit. Beta Z. Ja. So, das ist mal ein wichtiger Meilenstein gewesen. Dann fliegen wir allerdings direkt weiter.
jetzt erstmal nur ein Schritt, aber insgesamt schon weiter. Ich weiß nicht, ob Iridia eine Sternbasis bauen will, eigentlich nicht. Ich brauche jetzt noch ein Kolonieschiff wegen den 20. So, was gibt es denn hier noch? Die sind verärgert. Warum? Die müssen doch eigentlich froh sein, dass sie nicht mehr bei der Föderation sind. Und 5, ja gut. 1, 2, 3, 4, 5. Das bedeutet 6 Stück. Schauen wir mal, 7 brauchen sie insgesamt, also 14 weg. Abriss bestätigt. So, dann muss man einmal Inquisition machen und danach die üblichen Dinge. So, hier will ich eigentlich nur Bomben und zwei Orbitalgeschütze sollten eigentlich auch kein Problem sein, eigentlich. Ich fliege den Truppentransporter allerdings nach vorn. Ist der ihre 35 Schiffflotte hier? Hier kommen sie. Okay, wenn die natürlich jetzt in Beta-Z einfallen, dann kriege ich ein Problem. Dann ist Beta-Z weg. Da habe ich dann keine Chance, das zu halten. Wir werden sehen. Fanatisch, okay. Wir haben immerhin schon mal einen. Malko ist loyal und einige auf erfreut jetzt. Bitte fliegt an Beta Z vorbei, Leute. So. Den können wir automatisch machen. Haben den Feind besiegt. Ja, okay, sie sind an Beta Z vorbeigeflogen. Trotzdem weiter Orbitalgeschütze produzieren. Müssen wir hier hinfliegen, solange die nicht da sind. Und Tyrellia einnehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich fliege direkt durch. Wir haben Kreuze, ihr seid schneller. Ja, aber das ist okay. Ihr dürft schneller sein. Und die Truppentransporter fliegen hinterher. Ich hoffe, ich komme an, bevor die ankommen. Ich meine, hier dürfen sie gerne ankommen, wobei ich jetzt weniger da stehen habe, wie mir lieb ist. Taklet kann man eigentlich auch hier vorziehen. Hier oben kann ich ja jetzt wenig machen. Tama ist eigentlich schutzlos. Was baut Tama? Tama baut auch den Bauhof aus. Selai baut den Bauhof noch aus. Die können dann vielleicht auch noch einen schweren Kreuzer bauen. Die scheinen ganz gut zu sein. Und hier mache ich jetzt einfach nur mal Masse. Ein paar Kreuzer raushauen. So, hier mit dem Scout fliegen wir jetzt hier hoch. Ah, okay. In der Antede schauen sie vorbei. Mit einem Kreuzer. Weiß ich, soll ich den abziehen? Zur Sicherheit. Unsere Streitkräfte haben den Feind besiegt. So, warum die da nach Strahlebrand fliegen, muss man auch nicht verstehen. Nachrichten vom Geheimdienst stehen bereit. So, Cardassia ist leer. Kann ich einen obsidianischen Orden? Der braucht halt 300, aber das würde ich eigentlich schon gern machen. Hier können wir noch einen abziehen, hier können wir noch einen dazu machen. Das sind aber nur 184. Dann bauen wir jetzt noch zwei Kraftwerke. So, das Problem ist, die schauen hier oben vorbei, in Antede. Wir haben allerdings, das richtig sehe, gut, sie können mich totbomben. Und zwar nach allerbester Güte können sie mich totbomben, aber sie haben scheinbar keinen Truppentransporter vor Ort. Das ist das einzig Gute. So, dann kommen sie aber zumindest mal so schnell nicht hier nach unten. Immer gut ist, wie gesagt, dann hole ich mir Tyrellia und irgendwo Trill vielleicht. Weiß nicht.
Raptoren aus. Bauhof, ja, bauen wir hier mal ein Kolonieschiff. Können wir noch brauchen. Wo ist hier, haben wir noch einen Kreuzer, den schicken wir da nach oben. Ja, ich hätte hier vielleicht auch eine Sternenbasis bauen sollen, genauso wie hier oben in Antede. Und hier mal Truppentransporter, dann können wir zumindest noch einen Außenposten bauen. Das reicht, um einmal Schilder anzukratzen. So, genau. Den Kampf schauen wir uns mal an. Können wir mal gucken, wie gut. Verstanden. Wir bist da drauf. Sie. Wir du bist da drauf. Sie. Das ist der Lohn für euren Widerstand. Okay, bis auf ein Schiff haben sie weggeballert. Sehr schön. Im Kampf hätten sie niemals bestehen können. Wir haben diplomatische Mitteilungen erhalten. Lana gab eine Erklärung ab. Was wollt ihr mir sagen? Unsere Grenzen sind geschlossen. Ja, ja, bla bla bla. Dann schließt sie halt. Metallin ist leer. 3900. Das ist auch noch eins meiner eigenen Systeme. Das ist halt jetzt auch nicht ganz so schlecht, zumal wir hier eigentlich noch optimieren können. Könnten wir noch rausnehmen. Hinterher schieben und dann könnten wir hier ein paar Zerstörer spammen, die sind nämlich gut zum für die Invasion. So, hier warten wir natürlich auf die anderen Schiffe, bevor wir hier irgendwie aktiv werden. So, aber in Bolarus könnten wir eigentlich den Truppentransporter mitnehmen. So, hier kommt ein Truppentransporter. Sie stehen halt immer noch in Antede rum. Gefällt mir jetzt nicht so, muss ich zugeben. Also ich vermute mal, eigentlich sollte ein paar Orbitalgeschütze bauen, solange es möglich ist. Also wenn ich nichts übersehen habe, aber dann haben die hier. Nee, sie haben keine Truppentransporter dabei. Er sagt, hier fliegt ein Truppentransporter. Kann ich den versuchen abzufangen? 1, 2, 3. Ne, die Truppentransporter fliegen mit Geschwindigkeit 2, wenn ich es richtig weiß. Ne, Tempo 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich könnte ihn versuchen, hier abzufangen, den Truppentransporter. Runde rein. Nachrichten vom Geheimdienst stehen bereit. Bail ist leer. Das hat sich eigentlich auch mittlerweile ganz gut gemacht, das System. Natürlich ausbautechnisch noch ein bisschen im Hintertreffen. Auch mehr davon. Der Truppentransporter fliegt gar nicht noch. Doch, er fliegt nach oben. Oben. Die wollen schon Antede einnehmen. Ich hoffe, ich kann ihn abfangen. So, hier in der nächsten Runde können wir Tyrellia bombardieren. Das hier ist auch leer. Ja. Hier wollte ich ja. Wir nehmen die Schattenteams raus. Erstmal nehmen wir die Schattenteams raus. So, dann können wir nämlich jetzt den Obsidianischen Orden aktivieren und haben dann hier jetzt hoffentlich mal ein bisschen 1200, okay.
Die Romulaner erklären uns den Krieg. Und so beginnt es, hä? Ja, dann sind wir jetzt vor 30 Minuten. Dann, hatte gehofft, sie halten sich noch ein bisschen zurück, die Romulaner. Krieg an zwei Fronten. 5200 Industrie, das ist natürlich wow. Ich könnte noch mehr, wenn ich wollte. Wie lange brauchen denn die Schiffe? Zerstörer braucht eine Runde, Kreuzer braucht eine Runde. Ich spam hier jetzt Kreuzer. Truppentransporter auch. Alles klar. Alles klar. So, dann gehen wir noch einmal in die Forschung rein. Gut, wir sind jetzt hier bei 97%. Das bedeutet, hier kann ich, keine Ahnung, auf 20% runtergehen. Hier sind wir bei 97%. Gut, hier bleiben wir bei 10. Bleiben auch bei 10. Dann machen wir den Rest hier in die Energie. Und dann beenden wir die Folge an der Stelle. Hier werden wir noch den Befehl erteilen. Planetarer Angriff bestätigt. Planetarer Angriff bestätigt. Planetarer Angriff bestätigt. Jo, und dann hoffe ich, dass das hier, das ist jetzt der Cliffhanger, reicht das, diesen Truppentransporter hier abzufangen, oder weicht der mir jetzt aus? Hier können wir einen Außenposten bauen. Bestätige. Bau eines Außenpostens. Bestätige. Dass hier wenigstens ein bisschen was hat. Und Kronos wurde von den Romulanern erobert. Okay, damit sind die Klingonen eigentlich auch aus dem Spiel. Ja, das wird dann noch ganz lustig, an zwei Fronten zu kämpfen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in diesem großen Krieg. Bis dahin, macht's gut. Ciao.